Hab Franks Drähte vertauscht. Der arme Kerl wird's nicht kommen sehen. So. Das läuft jetzt darauf hinaus, dass das am Dingens. So, ich könnte entweder nach Abdam, was mir glaube ich nichts bringt, oder nach Frissad Rock, was ich jetzt auf jeden Fall mache. Oder ich könnte komplex, könnte ich die Anlage sabotieren. Oder ich könnte erstmal hier irgendwie nochmal was verstetigen, aber das bringt mir ja relativ wenig. Plasmakraft, Betonkopf. Im Betonkopf habe ich mittlerweile auf Dings nicht mehr, fast an die Treffenmunition für mich selber. Das ist ja cool, das hatte ich noch gar nicht. Also mittlerweile sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich einfach Sachen, die ich irgendwie so random finde, einfach nur verstetige, weil ich kann, ne? Weil mir das eigentlich relativ egal ist. Weil was ich hier noch hab, ne? Das ist halt. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Weil das an sich. So, Betonkopf habe ich noch. Wie auf Federn habe ich auf jeden Fall schon verstetigt. Also kommt das weg. Das. Erneuerbar hatten wir schon. So, dann können wir Lichtblick verstetigen. Absolut sinnlos. Okay, das können wir noch nicht. Ich habe noch ein Waffensiegel, was ich wegschmeißen kann. Hilft Gold. Ob es irgendeine Art von Archiv mit dafür gibt, irgendwelche Sachen mitzunehmen. Ja, unsere Bewaffnung ist wieder top. Babababab. Können wir alles behalten, so wie es ist. Hier mit der Mana-Regeneration, mit der schnelleren. Also so richtig schnell. Ich weiß nicht, so richtig doll merken tue ich das nicht, dass es jetzt angeblich so schön schnell geht. Ne? So, egal. Wir gehen nochmal nach Frissad Rock. Das könnte jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger werden. So, zu den einen Typen im Keller können wir leider nicht. Es gibt eine Lieferstation. Ich habe eine Kombination und eine Karte von Frissad Rock. Ich kann Fias reagieren, indem ich den Kabi folge, die sich zur Friese zerstören. Bleibt unsichtbar, Cold. Okay, gut, das. Ich lasse jetzt Fia am Leben und manipuliere einfach nur ihren Generator. Ich weiß nicht, was es bringt, aber ich kann das machen. Außerdem habe ich noch ein zweites Ding. Hey, ich kann noch die eine Stelle am Strand suchen, aber eventuell geht das nur am Morgen. Das wäre dann unter Umständen herauszufinden, was am Morgen noch geht. Also wir müssen jetzt eigentlich quasi nur, wenn nicht Jujana kommt, sollte das jetzt eine sehr kurze Geschichte werden, weil ich muss ja eigentlich nur rechts abbiegen, einen Strand-Dings machen. Also gucken, was Jujana noch sagt. So langsam hast du deine Lieblinge. Nein, ich bin einfach nur gut. Weißt du, wie oft ich die Visionäre schon aus Spaß kalt gemacht habe? Wäre ich klüger, hätte ich mich hier schon vor langer Zeit verabschiedet. Du bist unbedingt weg, aber hast dich entschieden zu bleiben. So viele Male. Diesmal ist es anders. Ja, hast wohl recht. Ich wünsche dir nur die schmerzhaftesten Tode, Colt. Aus tiefstem Herzen. Beruht auf Gegenseitigkeit. Du wirst brennen. Ich frage mich, wie das gemeint ist. So, kann ich jetzt hier noch irgendwo? Nee, das sind nur die Hinweise für diese Tageszeit, ne, die ich hier sehe. Weil ich hätte ja eigentlich noch diese Energie umleiten. Hier, den Strand verfolgen. Reaktorbaupläne, aber die Stelle am Strand kann ich nicht machen, weil das meine Hauptquest sagt, das muss ich wann anders machen, ne? Meine Visionär-Hinweise hier mit den. Ja, das muss ich am Nachmittag machen. Okay, gut, das ist. Habe ich am Nachmittag was vor? Eigentlich nicht. Ich könnte genauso gut nochmal nach. Ich könnte nach Frissad eigentlich nochmal zurückkehren. Ohne großartige Probleme. Jetzt muss ich bloß an die Minen übrigens vorbeikommen, ohne andauernd zu explodieren. So, der Bunker ist jetzt ja offen, genau. Schafft es hier eigentlich komplett durchzugehen, ohne einen einzigen Dings zu töten? Weil das ist ja hinter die große Herausforderung, ne? Vorne ist eine Mine. Die sollte ich vielleicht mal hacken. Oh, ich habe das Hackending nicht bei. Hehehe! Hier spielt ja auch einer Gitarre. So, jetzt aber vorsichtig. Irgendwo sind hier. Irgendwo rennen hier auch Leute rum. Das ist die Frage, wenn ich den Geschützturm da hacke, dann schießt er doch auf die Leute da unten. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Ich möchte mich hier eigentlich geräuschlos reinschleichen, ne? So, waren hier noch irgendwelche Leute? Ne, hier ist das Alarm-Ding. Dessen sind hier bestimmt auch Bildschirme, weil das Fias Countdown ist hier die komplette. Perfektes Waffensiegel. Oh, das kenne ich, glaube ich, vom Symbol noch gar nicht. Hier sind noch welche Feldmodifizierer, Pfeffermühle. Oh, das ist wieder die andere Musik. So. Achso, das sind die Dinge.
Sie läuft trocken. Oh ja, dann müssen wir uns noch eine Mine entschärfen, die hier rumliegt, die ein bisschen nervig sein könnte. Was war das? Gut, dass es übrigens auch keiner hört, ne? So, irgendwo lag doch hier noch eine Mine rum, oder? Weil letztes Mal bin ich in eine Mine gelaufen, das weiß ich noch. Okay, warte mal. Welche Reihenfolge war das? Rot? Rot? Grün? Blau? Gelb? Jan? Und jetzt? Das hat es letztes Mal nicht gemacht, die Aussage. Okay, gut. Und was hat mir das jetzt gebracht, das Ding? Ich kann vier sein, indem ich dieses bereits fritte. Bleib unsichtbar, Cold. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Also ich habe in Freestart nichts anderes vor, als wenn... Achso, die Reaktorbaupläne, die habe ich schon gefunden, liebes Spiel. Danke dafür. Also wenn das jetzt wortwörtlich das nichts macht, dann ist es halt so. Ne? Dann ist... Dann akzeptiere ich das jetzt. Dann schleiche ich mich jetzt raus, ohne irgendwas getan zu haben. Weil es ist ein bisschen schade um die... Ein bisschen schade um die Tafel, die ich nicht gekriegt habe, weil ich vier nicht umgebracht habe. Also ich bin bereit, Freestart zu zerstören. Ja, wir sind ja eh weit irgendwie von... Oh, meine Güte. Von irgendwelchen Lösungen entfernt. Wieso von dieser eine Soundtrack? Wie gesagt, man kann sich diese ganzen Soundtracks nochmal als... Jetzt muss ich ja nochmal rauskommen, ohne gesehen zu werden. 0%. Ich hätte irgendwas starten müssen, oder? Oh, muss ich den Alarm auslösen? Nee, bleib unsichtbar. Ja, es macht... Ich muss bestimmt den Alarm dafür auslösen, ob was passiert. Das habe ich ja nicht getan. Weil das ist bestimmt das Ding, dass sie irgendwie die ganze Bude in die Luft jagen will. Aber... Na gut, wir gehen einfach mal und kommen nochmal am Nachmittag nochmal wieder. Ist ja alles gar kein Problem. Hat keiner gehört. Ich war gar nicht hier. So. Hallo, Kinners. Oh. Oh. Können die hier mit reinkommen? Ich habe niemanden getötet bis jetzt. Und weg. Aber ich hab leider Leute alarmiert, sonst hätte ich hier tödliches Zeitvertreib. Sonst hätte ich jetzt nämlich bestimmt irgendein Achievement dafür gekriegt, niemanden aufgeschreckt zu haben oder so. Als Geist. Das würde mich auch noch mal reizen, das Ornat als Geist zu spielen. Das wäre bestimmt... Oh gut, da kann ich selbst scammen. Das macht es auf jeden Fall leichter, als wäre trotzdem... Zierwaroski am Leben. Ich habe gefunden... Stoßdämpfer, okay, das habe ich doch schon mal gefunden. Okay, gut, dann gehen wir jetzt gleich nochmal nach Freestart. Einfach nur, weil ich kann. Unheimliche Gegner. Unheimliche Begegnungen? Okay, wir gehen ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen an der... Also das Ding ist halt, ich habe ja noch einen anderen Hinweis mit den Horizon-Anlagen, der ja eigentlich jetzt gerade meine Hauptquest ist. Aber den gehe ich halt gerade nicht nach, weil ich ja... Habe ich gerade Abdam gedrückt? Nee, das ist alles gut. Weil letztes Mal war ich... Ach stimmt, es gibt ja noch diesen Typen am Nachmittag, den habe ich ja auch noch. Den, da muss ich mal gucken, ob ich jetzt mit der Unsichtbar-Tafel reinkomme bei ihm. In diese... Ding ins Bruder. Dann gehen wir am Abend, gehen wir nach Abdam, um, ich habe eigentlich keine Ahnung, was zu machen. Eigentlich nichts, ne? Mal sehen, was Juliana noch zu sagen hat. Zu dem ganzen Thema hier. Endlich einen auf nett machen und mitspielen? Sieht das für dich so aus? Scheinst kalte Füße gekriegt zu haben. Hast nicht mal jemand Wichtiges getötet? Ich war beschäftigt. Mit Daumen lutschen oder hast du am Schnulli genuckelt? Windeln gewechselt? Du kapierst es nicht. Kapier das, Arschloch. Aha. Sehen die Tunnel jetzt anders aus? Wie oft war ich eigentlich am Nachmittag schon hier? Ich muss mal kurz nochmal zu dieser komischen Höhle... letztes Mal war ich auch am Nachmittag hier. Oder? Wo ich das LDP abgeholt habe? Wo ich das LDP abgeholt habe, war ich am Mittag hier, aber da war halt einfach nur das Dings nicht da. Ich kann nochmal kurz zu diesem dusseligen Bunker runter gucken, weil dass es hier so verschneit war, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. So, hier, das ist die Spione vom Festland nochmal gucken. Das sollte ja sich hier theoretisch nicht geändert haben, weil die Spione vom Festland sind ja, soweit ich das verstanden habe, schon lange alle tot, ne? Sullivans letzte Worte. Purple Race. Oder?
War das die Löschnummer hier? Ich bin auf dem Fest dann. Mistkerle, ja. Wie seid ihr an, dass wir uns... Guck mal, hier ist 4. Ah ja, gut. Das wissen die ja so auch. Also ich ahne halt so ein bisschen, dass wir uns Stück für Stück den Punkt nähern, wo ich dann tatsächlich mal Sachen googeln muss, weil es mir das einfach nicht klar ist, wo was ist. Okay, gut. Stelle am Strand finden. Wir haben direkt einen... Oh, ist noch mehr Residium. So, Frank Bude ist ja relativ uninteressant. Also kann ich 4 einfach dazu bringen, sich selber in die Luft zu jagen? So, die Stelle am Strand. Oh, gut, ich weiß genau, wo die Stelle am Strand ist. Fällt mir gerade ein, ich wollte doch hier noch was mit der Seegans suchen, ne? Also hier unten. Okay, gut. Wir müssen aber erstmal hier ein bisschen für Ruhe sorgen. Jetzt habe ich hinterher beim Suchen nicht das notwendige Feingefühl hier. Das Waffensäge, perfekt, das Waffensäge, perfekt, das Waffensäge. Im geschossenen Ziel bluten, leiden mit der Zeit Schaden. Ja, das ist total toll. So, gibt es hier noch eine schöne Höhle? Oder wie sowas eine Art? Sie komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Ich könnte... Ne, so weit kann ich mich auf keinen Fall transportieren. Oh, grüß dich. Okay, das war jetzt ein bisschen unprofessionell von mir. Ich gebe es dazu. Was haben wir hier noch so Schönes? Meine Güte. Gut, dass wir solche Dinge gedrückt haben. Das erspart mir die Vorsicht, ne? Get with the program. Hm. Hier können wir noch mal ein bisschen am Eis rumnuckeln, oder? Da komme ich jetzt bloß wieder... Ach, was ist das hier noch? Ah, guck an. Nee, das ist Charlie und 4 haben das Foto irgendwo hier gemacht. Als es noch wärmer war. Ja, super, aber das bringt mir das. Okay. Was ist das jetzt wiederum für ein Tunnel? Oh. Was für ein Scheiß ist das? Oh. Das ist ein anderes Siegel. Datasetten? Operationsfolge. Charlie, willst du rein? Vergiss das ja nicht. Nichts ist wichtiger. Nicht 2-Bit, nicht die Minicoms, nicht die Spiele. Geh doppelt und dreifach sicher, dass die Bilder mit der Notiz übereinstimmen. Du hast den Tresor beim Eingang zur Java und im Karlsbruch eingeschaut. Die Notiz, nicht die Bilder. Die Kombination ist 5136. Und ich sag's nochmal. Vergiss das nicht, verdammt mal, Charlie. Wow. Dieser Charlie ist schon ziemlich schräg. Charlie hat nur für seine sonderbare Maschine einen Tresor bei Java. Aha. Aha. Nichts ist wichtiger als das. Das hier sieht jetzt so aus wie Horizontüren. Achso, das würde mit Strom würde diese Wand hier verbinden. Okay, das ist das große Geheimnis. Das ist übrigens komplett die falsche Tür. Mit der Tür hätte ich gar nicht gerechnet. Schön, dass hier übrigens so ein... Ne? Fand ich schön, dass es auch hier sind. Wunderst du dich? Manchmal? Ich schon. Ich schaue mir die Kinder an. Von mir für dich. Und mein Wundern wandert. Ich wundere mich gerade, was wir Wanderer wabernd in der Welt hinterlassen. Empfängst du, was ich sende? Wenn wir jetzt hier sind, was ist im Alten dort? Black Reef kalt und leer, Wasser spiegelglatt, landlos und grau? Oder einfach nichts? Wie sieht nichts aus, Liebling? Wunderst du dich nicht? Aha. Correct Passwort. Also ich könnte es tatsächlich ausprobieren. Na gut, ich weiß es aber nicht. Na gut, das können wir... Oh, das erste war richtig? Ernsthaft? Ernsthaft? 08, 35, 25? Ach nee, die müssen... Ach so, nee. Das ist nicht so einfach wie gedacht. Die Zeichen müssen... Es ist nicht so einfach wie einfach nur irgendwie eine Zahlenkombination zu können. Du musst die Zeichen auch irgendwie... Weil es ist natürlich Charlie Montague, der sich diesen Scheiß ausgedacht hat. Und deswegen... 47? Weil die Zeichen kommen... Did it?
Oder doch? Ich meine, wenn ich jetzt gerade durch Zufall drei Zeichen richtig geraten hätte, wäre es tatsächlich möglich, das letzte auch noch rauszukriegen, oder? So, trotzdem muss ich immer noch irgendwie Igor dazu bringen, bei der Party teilzunehmen, ohne... Das hätte nichts ist wichtiger. Nicht mal 2-Bit. Es ist übrigens interessant, wie viel Liebe eigentlich der gute Charlie für 2-Bit hat. Ich meine, klar, es ist ein Teil seines Gehirns, aber trotzdem. Okay, das ist interessant, hinterher zu wissen, ob ich das durch Zufall schon wirklich ernsthaft durch dummes Rumklicken gerade drei Positionen richtig rausgekriegt habe. Oder ob das halt immer das anzeigt. Aber ich würde vermuten, dass das nur die Zeichen anzeigt von dem, was die Dinger sind, ne? Und nicht irgendwas anderes. Na egal. Okay, gehen wir. Wir haben genug gesehen. Die haben hier draußen das Bild gemacht. Aber schön, dass wir das dann auch gefunden haben. So, gibt es hier draußen noch irgendwas? Ne, scheinbar nicht. Naja, gut, okay. Das Bild hier gemacht, als es noch wärmer war. So, der Bunker, die Künstlerin ist abwesend. Na gut, das war ja wieder zu vermuten. Achso, da gibt's noch meinen Typen von dem Stranddings, ne? Den könnte man hier nochmal kurz mit abstatten. Ob ich mich da unsichtbar reinschleichen könnte, weil Unsichtbarkeit hatte ich letztes Mal nicht bei. Das könnte jetzt noch den einzigen Unterschied sein, den ich machen kann. So. Wer seid ihr eigentlich? Forschgefahr? Ah, der Ort, wo ich das erste Mal ertrunken bin. Also immer während des Paradies. Ja, ja. Ich war am Vormittag, war ich hier, oder? Der Tresor sollte nicht hier rumliegen. Fällt mir gerade so ein, weil das... Den habe ich ja... das konnte ja nicht passieren. So, Bootshaus. Attention. Kann ich in diesem Bootshaus irgendwas anders machen? Weil ich meine, ich kann mich ja unsichtbar machen. Aber er sieht mich bestimmt trotzdem, oder? Nee, er sieht mich nicht. Also er reagiert zumindest nicht drauf. Aber ich kann ihn ja trotzdem nicht attentieren, den Typen. Von allen Leuten bist du es. 123, 120. Hi! Hi, Colt. Kennst du das hier noch? Erinnerst du dich an die Gespräche, die wir hier geführt haben? Scheiße, kann ich nicht behaupten. Ich helfe dir auf die Sprünge. Okay, nicht gut. Das ist... Tja. Was tust du denn da? Du bescheißt! Bescheißt! Sei nicht so respektlos! Fick dich, Kurt! Du scheiß Betrüger! Nächstes Mal wird's nicht so einfach! Aber ich kann doch nichts machen, um hier irgendwie... Ich hätte wirklich gedacht, dass ich unsichtbar irgendwie hier reingehen kann bei ihm. Okay, gut, dann kann ich ja auch nichts tun. Also mir fällt nichts mehr ein zu ihm hier. Und ich kann ja auch nicht irgendwie schwimmen. Also, ich meine, schwimmen ist in Deathloop bis jetzt nie irgendeine Option gewesen. Okay, gut, dann hat sich jetzt nicht viel verändert. Jetzt können wir maximal noch kurz nach Dings gehen, nach Abdam. Einfach nur, um zu sehen, wie Frank stirbt. Aber ich habe vor allen Dingen in den einen Ding, wo ich als Juliana gespielt habe, habe ich ja schon gesehen, dass du irgendwie Benji auch auf die Party kriegst. Ich ahne, dass man irgendwie die Maske dafür braucht. Ah, ich habe echt keine Ahnung. Oh, warte mal, war das gerade erhebliches mehr Lebenspunkte? Schluss haben wir ja schon das wichtige Ziele konzentriert. Das klingt ganz nett eigentlich. Aber, naja. Okay, auf nach Abdam, würde ich sagen. Da muss ich noch arbeiten, an mein schneller Schießen von Gegnern. Obwohl, eigentlich ist die Fähigkeit totaler Quatsch, fällt mir auch so ein. Weil für mein letztes Attentat ist es total irrelevant. Weil ich will ja nur die Visionäre umbringen. Und ich gehe davon aus, dass die sich nicht bewegen, ne? Hallo, Jungs. Der hatte sogar einen Helm auf. Na gut, das ist ein Motorradhelm. Der hilft bestimmt überhaupt nicht gegen Kugelsicherheit. Was ist das für eine Figur?
Ja, hm. Was haben wir hier noch Schönes? Noch mehr Residium. Okay, aber immerhin weiß ich jetzt nicht, ich könnte jetzt zur Java gehen, aber das ist... das könnte ich jetzt auch tun, ne? Ja, eigentlich bringt es mir überhaupt nichts, nach Abdam zu gehen, ne? Eigentlich kann ich jetzt genauso gut nach Karlsbruch gehen und zumindest schon mal in der Java das andere Zeug holen. Da sind wir heute schon wieder in der Karlsbucht und haben zumindest das Rätsel gelöst. Und wir sehen vielleicht noch, wie Frank stirbt. Da bin ich auch mal ganz gespannt. Genau, das mache ich das. Ich renne zur Java. Das ist, glaube ich, am interessantesten. Du hast überlebt. Ja, total spannend, ne? Kurz für Java ist das 1 von 2. Also die Java zu lösen bringt also komplett was anderes. Was ist das hier eigentlich für ein Ding hier noch? Sag mal, in ein irres Tempo. Das war Next Gen Magic. Okay, das ist natürlich noch ganz lustig, dass das Hacker Magic Ding schneller geht. Naja, gut. Okay, so viel dazu. Ich mach mal kurz. So. Ich habe gerade gesehen, ich kann mich am Arm mit Krieg unterhalten. Warum bist du Teil von Aeon? Ich bin stinkreich. Hast du doch gesehen. Komm schon, sei ehrlich. Sag's. Wie kommt's? Angie und Igor haben sich eine Reihe unmöglicher Tests ausgedacht. Ich habe als Einzige bestanden. Hast geschummelt? Nein. Ich bin einfach qualifiziert. Nicht wie du. Der einzige Grund, warum du hier bist, ist doch, weil du ein verpfuschtes Experiment überlebt hast. Das läuft schon gerade nicht so gut. Ich muss mich ja nicht beeilen, ne? Warte mal, hä? Wo ist das? Da ist doch Picks Zimmer. Hä? Ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür. Hä, wo war denn diese verdammte Tür? Achso, es brennt durch, wenn ich die Tür aufmache. Aber wie wäre ich denn da sonst rangekommen? Hä? Also, das ist der Bewegungsmelder, der es durchbrennt, dem ich es öffne. Und dann schiebt er das Ding da drunter. Okay, das Ding ist also der Bewegungsmelder, der das Ding aufmacht. Okay, jetzt verstehe ich das schon mindestens, den Teil. Aber was kann ich denn tun? Um nicht das Ding aus... Das Ding hier macht es. Aber ich kann doch... Okay, jetzt sehe ich aber immer, wie die Landschaft hier richtet. Das führt mich zu diesem Hinterhof hier. Wenn ich es rechtzeitig zu Pick schaffe, aber... Hä, das löst doch aus. Warum habe ich denn eigentlich nur 3,50 Meter Teleport hier? Oder soll ich hier irgendwo einen unmöglichen Winkel... Nee, ich kann die Batterie nicht treffen. Hä? Hä? Okay, jetzt ist es noch rätselhafter für mich. Also im Moment, in dem die Tür hier aufgeht... Stopp, Pick. Okay, gut. Aber... Wie soll ich denn das verhindern? Ich kann... Hä? Ich habe hier keinen Winkel, ne? Wie soll ich denn das tun? Ich meine, schön, dass er mir den Code gegeben hat, aber ich kann mich ja nicht durch die Wand teleportieren, durch eng stellen. Und dieses Gitter ist ja immer da. Okay, jetzt verstehe ich das mit Pick noch weniger, was ich tun muss. Okay, ich bin hart verwirrt. Na gut, dann gehen wir schnell zur Java und finishen das hier. Weil ich nur deswegen bin ich ja nicht hier, ne? Und vielleicht fällt mir irgendwie bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahme wie ein, was ich mit Pick... Nee, Quatsch, warum, sorry. Fällt mir ein, was ich mit Pick machen soll. Ja, das ist nochmal das Bild. Kunst ist die Lösung. Charlie, Charlie, mein Liebster, wenn du weg bist, ist Friesland eiskalt, so hart, so kalt. Mein Täubchen, meine Liebe, so süß und sexy, meine Vier, alles ist bereit für unseren endlosen Nachmittag. Venji beobachtet uns. Sie war in deinem Kopf, kennt dich durch und durch. Ich kümmere mich schon um Venji, Baby. Ich habe das Minikom in ihrem Labor eingerichtet. Der Code zu ihrem Büro ist 7253, falls du es ein bisschen umdekorieren willst. Sie legt alle ihre wichtigen Tests auf den Nachmittag. Arbeitet wie ein Uhrwerk. Sie wird niemals merken, dass wir nicht da sind. Und wie komme ich an unsere Tür öffnen? Mein piktografisches Nachkommen soll dir den Weg erwerben. Sieh mein erster Liebling an, wird er von meinem schimmernden Meister kommen.
überschattet. Denn schnell die Klugen, sie kümmern sich um die Haupthalle. Bewohner meine Hübschen, sie verstecken sich durch ein Ungetüm auf Rädern. Träumen dann von meinen Schätzchen, es blieb die Spinde. Kenne mich, kenne mein Zuhause, kenne uns zusammen. Also die Bilder bei dir finden, alles klar. Er hat ihre Kunstwerke genutzt. Oh, süß. Am Nachmittag also. Hoffentlich habe ich da nicht schon was vor. Vier Entscheidungen wissen zwar nichts, aber heute werden wir einen Dreier ausprobieren. Okay, gut, das ist das Ding. Okay, ich muss noch die Piktogramme rauskriegen. Vier ist Festung durchsuchen? Okay, jetzt weiß ich immer, warum es diese ganzen dusseligen Zeichnungen in ihrer Bude gibt. Wenn nicht, dann leichtes Jahr machen wir. Meine Bitte, voll Zeit, mal fällt euren neuen Ansatz. Was? Was sollen wir? Wir sorgen vor der Dämmerung. Ah, was soll das? Ja, ja, am Himmel. Ah, es ist die verfickte Sonne. Das bedeutet Dämmerung. War schon. Was auch immer. Ich besorge dir, Herr Bolzenstein, ein Bruchreisen. Siehst du dieses Flugzeug? Wir warten, bis das Wasser gefriert und dann brechen wir es verdammt nochmal auf und sehen, was sich findet. Also komm am Nachmittag vorbei. Ich schwöre dir, wenn du das dann nicht hier bist, dann werde ich das Brecher und andere Kreative nutzen. Wenn diese Quartiere sich suchen. Okay, gut. Das ist das, einige Terroristen haben vor, am Nachmittag das abgestürzte Flugboot auszurauben. Beraubt die Räuber. Ich natürlich. Ja, das habe ich ja schon alles gemacht. Okay, gut, dann haben wir das jetzt raus. Ich muss mir noch überlegen, wie ich Pick am besten gerettet kriege. Na gut, jetzt aber als nächstes am Morgen zum Komplex. Das ist jetzt ja mein nächstes großes Ziel. Naja gut, das war ja schon mal auf jeden Fall der einfache Teil hier. Schön. Haben wir noch welche Sequenzen? Ja. Die kommen nicht immer nach den Ladebildschirmen noch, diese Dinger. Scheint nicht so. Frank Spicer ist tot. Also er stirbt auf jeden Fall. Also morgen muss ich eigentlich in die Karlsbucht gehen, ne? Oder Mittag? Wenn ich jetzt Alexis Abel das Haus spielt, dürfte dann aber noch nicht vorbei sein. Mit dem Kohl kann ich ihr privates Labor rumlösen. Ich weiß nicht, wie Intelligenz wird Zeit, dass sich das ändert. Schlüssel verschicken wir bitte in 4 Studio. Heimlichkeit abgeschlossen. Naja, immerhin. Schön. Achso, ich kann noch Sachen annehmen. Naja, bis zum nächsten Mal.